Hallo, meine Freunde. Ich hab's euch ja versprochen, wir haben wieder ein blödes Problem in unserem S2. Die Sitzverstellung auf der Beifahrerseite funktioniert, aber nicht hier. Das kann jetzt am Schalter liegen oder am Motor. Wir demontieren erstmal den Sitz. Der hat 6 Schrauben, 2 auf der Vorderseite und hinten sind sogar 4er verbaut. Eine. 2. Hinten sind es sogar 4 Schrauben. Piep! Wir haben wieder mal unseren Spaß am Schrauben. Jetzt kommt der lustigste Teil. Es ist ein Sportwagen, da sind super leichte Sitze verbaut. Die haben ja bloß 35 Kilo. Muss die Steckverbindung hinten raus. Damit wir an die Elektrik besser beikommen, demontieren wir erstmal diese Platte. Hier sind die Anschlüsse. Bevor wir den Motor ausprobieren, müssen wir ihn hier natürlich wieder fixieren. Jetzt sind die Originalschrauben mit so blöden Zahnschrauben versehen. Dann nehmen wir besser unsere Schrauben, die machen dann weniger Kratzer. Schauen wir mal, wie unser Sitz versorgt wird. Das Kabel hat 3 Anschlüsse. Am Sitz waren 4 Pins, also zumindest einer ist nur Placebo. Suchen wir mal den 12 Volt Leitungen, also hier bin ich auf der Fahrzeugmasse. Hier haben wir exakt 0, das wird wohl eine Masse sein. Aha, 8 haben wir 12 Volt. Dann gibt es bei 4 nochmal 12 Volt. Probieren wir das mit der Masse aus. Wir gehen auf 7 mit der Masse und aha, 12 Volt, 12 Volt. 7 ist auf jeden Fall mal Masse. 3. 3 ist auch mit der Masse verbunden. Gut, mit unseren neuen Elektronikkenntnissen können wir das jetzt versuchen, im Trockenlauf nachzuahmen. Das heißt, ich habe hier mal das Labornetzgerät eingeschlossen, 12 Volt. Ich habe jetzt mal einen Motor versorgt, und zwar 3-4. Und der tut. Jetzt gehen wir auf den anderen Motor, schließen also hier die Leitung an, Vorsicht, dass er keinen Kurzschluss macht. Und nichts tut sich. Jetzt prüfen wir mal, ob es am Schalter liegt. Von dem gehenden Motor ziehe ich jetzt erstmal die Stecker ab. Dann können wir mal den gehenden Motor messen, wie das funktioniert. Hoch zu's. Nichts. Runter zu's. Aha. Das heißt, die lila Leitung ist verrundert zu's. Dann gehen wir auf die grüne Leitung, also grün-schwarz jeweils und lila-schwarz. Und die ist verhocht zu. Ich wechsle auf den anderen Motor. Auch wieder Stecker ab. Ach du Scheiße. Vielleicht war das unser ganzes Problem. Da war der Stecker nämlich nicht mehr richtig dran. Wir prüfen das eine Kabel. Runter zu. Geht. So, jetzt wird es spannend. Aha, vielleicht war das nur dieser dummische Stecker. Winkelstecker habe ich ja nicht zu Hause, aber ein wohlsortierter Haushalt hat zumindest ihn gerade. So, jetzt erstmal den Schuh drüber. Dann kommt der Stecker vorsichtig da rein. Dann wird die eine Seite angedrückt mit der Zange. Andere Seite drüber. Es wird jetzt ein paar von euch geben, die dann gleich schreien, am Kfz wird nicht gelötet, ist aber eigentlich Quatsch. Ich habe gesehen, dass die Firma Wissmann das bei ihren Roadstern auch macht. Die, die das mit dem Blödsinn erzählen, sind nur zu faul zum Löten.
Nachdem der Stecker kalt ist, können nun auch die Zugentlastungen verdrückt werden. Eine und die zweite. Messen wir mal kurz durch. Geht. Die andere Seite nochmal. Geht auch. Wir probieren es am Motor. Um ganz sicher zu gehen, dass es auch wirklich nicht der Schalter ist, montiere ich jetzt die Kabel über Kreuz. Wir können das jetzt alles zurück machen, was wir da hatten. Jetzt probieren wir das Ganze mal im Auto. Das heißt, wir müssen die Steckerplatte und den Motor wieder verschrauben. Hier machen wir wieder einen hübschen Kabelbinder drauf. Wir haben sogar einen schwarzen. Wie ihr seht, funktioniert das Ding wieder einwandfrei. Das heißt, war doch bloß dieser blöde Stecker. Eigentlich ist das ganze Ding ja ein Konstruktionsfehler. Warum mache ich hier einen Winkelstecker drauf, wenn die Verbindung gerade in den Motor geht? Das passt jetzt viel knickfreier wie der Originalstecker. Selbst in der Bewegung drin. Ist doch pfusch. Super leichte Sportwagensitze. Stecker wieder reinmachen. Jetzt setzen wir den mal so ungefähr auf den Schienen ab. Jetzt können wir es auch noch mal probieren. Zum Einschrauben ist er am besten, er steht ganz auf Maximum. So, jetzt müssen wir die Sitzschienen da suchen gehen. Aber müsste jetzt mal treffen. So, nicht anziehen, aber die hält mal die ganze Sitzschiene. Wir suchen das Loch auf der anderen Seite. Aha. Zum Einschrauben ist natürlich so ein Rändelkopf für die Nuss ganz praktisch. Jetzt den Sitz ganz nach vorne. Gewinnen wir. So, auf der anderen Seite haben die Schrauben natürlich wieder einen anderen Abstand. Ist halt ein Porsche. Und alles geht wieder. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.